Natürlich gibt es auch andere Bildungsmöglichkeiten, aber die Lehre ist in der Hotel- und Gastronomie einfach noch sehr, sehr wichtig. Wir haben das Projekt eigentlich insbesondere aufs Hotel Post ausgelegt und wir haben versucht, es an Werk zu finden, wie wir die Jungen eigentlich ansprechen können. Und haben zuerst Umfragen gestaltet, weil wir zuerst mal für denen, die in den polytechnischen Schulen zurzeit sind, haben wir einfach wissen wollen, was ihnen in der Lehre fehlt oder was sie allgemein von der Lehre im Tourismus haben. Im Hotel Post war das Hauptproblem, dass die sich halt das Marketing nicht auf die Lehrlinge gegangen ist. Und das haben wir dann umgesetzt in eine Strategie, um insbesondere dem Hotel Post zu helfen. Weil das für unsere Unternehmen in Vorarlberg in Österreich einfach ganz wichtig ist, dass junge Fachkräfte nachkommen. Ein Handwerk zu erlernen, was kochen, was aber auch servieren, Kosmetik ist natürlich eine Lehre einfach die Top-Ausbildung nach wie vor. Lehrlinge sind für uns sehr wichtig. Einerseits, weil sie einfach ein wichtiger Bestandteil der Region sind und wenn man ein Hotel nachhaltig betreiben will, zählen einfach mehrere Generationen dazu. Andererseits sind es einfach die Mitarbeiter und Arbeitskräfte der Zukunft, die wir dann selber ausbilden können und auch wissen, wo die herkommen. Und darum muss die Ausbildung einfach so gut sein durch die Ausbildner, dass die Lehrlinge relativ schnell auf gleichem Niveau arbeiten können. Somit haben wir uns gedacht, wir gehen an junge Menschen, die am Puls der Zeit sind und besser wissen, was andere Junge wirklich wollen. Und somit ist das Projekt entstanden. Die Ideen, die daraus kommen, sind aber eher Ideen der drei Projektdamen, die das mitgestaltet haben und nicht von uns. Wir haben die nur übernommen. Speziell im Internet, Facebook, haben wir eine Kampagne gestartet, wo ganz speziell auf die jungen Leute abzielt. Wir haben versucht, mit Hilfe von Schnuppertagen, Infotagen direkt da im Hotel Post, zum Erner eigentlich vermitteln, dass es das Projekt gibt. Wenn das mehrere Betriebe aus der Region übernehmen, ist das ja sehr gern gesehen, weil wenn die Region gesamt stärker auftritt und die Region gesamt mehrere Mitarbeiter und Lehrlinge findet, ist das sicher auch für jedes einzelne Unternehmen gut.